Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Till, der gerade am Abnippeln ist, aber es macht ja nichts, ja, weil dann mache ich einfach weiter. Ja. Wir haben heute den 16. November und geht's? Läuft. Wir haben heute den 16. November, wir haben vorher abgesprochen, der Till soll so tun, als wenn er irgendwie am Abnippeln ist. Deswegen ist alles nur gestellt. Komm, mache ich mir gar keine Sorgen. Am 16. November haben wir wieder ein Geburtstagskind, Alexander Popov. Kennst du? Happy Birthday. Ja. Alexander Popov, geboren am 16. November 1971, Alexander Wladimirovich Popov, so heißt er, ehemaliger russischer Profischwimmer, vierfacher Olympiasieger, ja, 1992 und 1996 geworden, sechsmaliger Weltmeister, 21-facher Europameister und über ein Jahrzehnt zu den erfolgreichsten seiner Sportart gezählt. Krass. Hammer, der Junge. Ja. Echt cool. Ja, am 16. November bist du wieder aufnahmefähig oder abgabefähig? Ich bin auch abgabefähig. Ja. Ich bin hier total. Ja. Am 16. November? Ja. Also, 1976 war es, Wolf Biermann war auf BRD-Tournee, also es war ein Künstler aus der DDR, und er war auf Tournee im Westen. Und während er hier war, hat die DDR gesagt, nein, du darfst nicht wieder zurück. Nein, wollen wir nicht. Und hat ihn ausgebürgert. Genau. Während er hier war. Durfte nicht wieder rein. Stimmt, das war auch ein Riesending. Also, Hunderttausende wollten raus und durften nicht und er durfte nicht mehr rein. Ja, genau. Das, weil er so, ostdeutscher Liedermacher und hat dann irgendwie regimekritisch, glaube ich, irgendwie gesungen. Und dann haben sie ihm gesagt, pass auf, du kannst gerade drüben bleiben. Ja. Brauchen wir nicht den Rotz. Wobei es natürlich dann schon krass war, dass sie ihn überhaupt rausgelassen haben, weil meistens haben sie so Leute, die sich kritisch geäußert haben, überhaupt nicht rausgelassen. Ja, genau, genau. Ja, es war auf jeden Fall ein Riesending, aber also jetzt so hat er eigentlich fast Glück gehabt, ne? Dass er nicht zurück musste. Naja, was heißt, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er hatte Familie. Ach so, ja, so, stimmt. Aus der Perspektive ist doof, ne? War... Aber wenn er wieder zurückgekommen wäre, wäre er vielleicht inhaftiert worden, wäre auch nicht so gut gewesen. So ist er wenigstens frei. Ja? Ja, egal. Ja, wir haben wieder ein Fakt des Tages heute. Fakt, ja, guck mir zu blöd. Wir haben Fakt des Tages und der Fakt des Tages heute ist, nur jeder 50. Mensch hat grüne Augen. Okay. Was hast du? Blau. Blau. Ich auch. Warte mal, guck mal. So, auf hier. Allein sieht man nicht so. Nein. Ja. Wir haben Blau. Blau. Ja. Zählt ja auch zu den selteneren Farben, glaube ich. Ja, ich glaube, am häufigsten ist Braun. Ja, kann sein. Ja. Aber, jeder 50. hat nur grüne Augen. Kennst du jemanden mit grünen Augen? Ja. Gut. Ich auch. Aber nicht, mir fällt nur einer ein. Sehr schön, das waren jetzt tolle Fakten. Wir kennen Leute mit grünen Augen. Mir fällt nur einer ein. Fallen dir mehr ein? Ja, zwei. Echt? Also es gibt tatsächlich, also es ist wirklich, ist also ja ganz, ganz rar. Ich kenne dann quasi mehr als 100 Menschen. Was erzählst du für eine Scheiße? Nein! Natürlich! Hab ich Scheiße gesagt? Ich wollte eigentlich Rotz sagen. Jeder 50. Mensch hat grüne Augen. Und ja. Ich kenne zwei mit grünen Augen. Also ja, kenne ich mal mindestens 100. Okay, wenn du meinst, dann kennst du 100 Leute. Ist ja toll. Morgen sehen wir uns wieder am 17. November. Und da ist vielleicht der Till nicht dabei. Und dann haben wir richtig Glück. Aber ich komme wieder. Irgendwann kommt er wieder. Ja, das ist so. Steht im Vertrag leider. Gut, alles klar. Ich sage Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal.